herzlich willkommen zum Celebrate Gottesdienst. Wir nehmen diese Predigt von Heike und Professor Dr. Johannes Zimmermann noch einmal auf, weil wir technische Probleme hatten. Wir sind in der Reihe des Vaterunsers und heute geht es um das Thema und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen, wie wir heil werden können. Wir freuen uns, dass wir Ihnen und euch diese Predigt im Nachhinein zur Verfügung stellen können. Liebe Celebrate-Gemeinde, liebe Gäste, seit einigen Wochen beschäftigt uns im Donnerstagabend-Gottesdienst das Vaterunser. An 5 Abenden geht es um die Themenreihe »Wie im Himmel, so auf Erden – beten wie Jesus«. Heute Abend ist das Thema »Vergib uns unsere Schuld – wie werden wir Lasten los?« Schuld, ist das nicht ein antiquiertes Thema? Was hat Schuld eigentlich mit meinem, mit deinem Leben, mit Gott zu tun? Diesen Fragen wollen wir heute Abend in 3 Punkten nachgehen. Erstens, Schuld eine Realität. Zweitens, Vergebung, Gottes Geschenk. Drittens, anderen vergeben können, eine Chance. Erstens, Schuld eine Realität. 2010 wurde der Film Der Mauerschütze gedreht. Er erinnert an den Mauerbau in Berlin von 1961. Worum geht es in diesem Film? Stefan Kortmann trägt schwer an einer Schuld. Als Volksarmist erschoss er im Frühjahr 1989 einen jungen Mann, der zusammen mit seiner schwangeren Frau aus der DDR fliehen wollte. Auch 20 Jahre später findet er keine Ruhe. Er ist inzwischen erfolgreicher Mediziner, aber die Schuld von damals belastet ihn weiter schwer. Er hält dem inneren Druck nicht mehr stand und beschließt, an die Ostsee zu fahren, um Silke Strelow zu besuchen, deren Leben er vor 20 Jahren eine grausame Wende gab. Stefan hatte sich damals für den Grenzschutz gemeldet, um einen Medizinstudienplatz in der DDR zu bekommen. Der Schießbefehl erschien ihm abstrakt. Niemals würde er auf einen Menschen schießen, glaubte er. Doch dann tötete er Silkes Mann beim Fluchtversuch des jungen Paares. Was aber verspricht sich Stefan davon, die Witwe des von ihm Getöteten aufzusuchen? Marie, seine Freundin, fragt ihn, ob er Vergebung sucht. Ein erstes Mal, als er davon reden will, wird er von Silke abgewimmelt. Davon will ich nicht mehr reden. Warum lässt er zu, dass Silke und er sich sogar näher kommen? Ist das deine Art der Wiedergutmachung? Höhnt Marie. Als er dann zu Silke sagt, was er getan hat, jagt sie ihn davon. Stefan zeigt sich wegen der Mauerschütze selbst bei der Staatsanwaltschaft an. Marie will trotz allem zu Stefan halten und teilt ihm ihre Einschätzung mit, er könne kaum verurteilt werden, weil nicht nachweisbar sei, ob seine Kugeln oder die seines Vorgesetzten tödlich waren. Stefan entschließt sich, auf der Insel zu bleiben und die Praxis des Dorfarztes Dr. Breitfeld zu übernehmen. Silke jedoch zieht mit ihrer Tochter von Usedom weg. Soweit die Handlung. Da ist Schuld. Einer will davon loskommen. Er weiß nicht recht wie. Er sucht den Kontakt zur Betroffenen. Aber wer kann ihn von seiner Schuld befreien? Kann das Silke, die Betroffene? Kann das ein Gericht, das ihn freispricht und ihm bescheinigt, keine strafrechtlich relevante Tat begangen zu haben? Kann das seine Lebensgefährtin, die ihn beschwichtigt und ihm sagt, er solle die Sache nicht so ernst nehmen? Geht das, indem er sich eine Art Wiedergutmachung auferlebt und auf der Insel bleibt, wo er die Praxis des Inselarztes übernimmt? Der Film ist beeindruckend. Da war an keiner Stelle von Gott die Rede, aber das Thema Schuld war zentral. Mir ist da einmal mehr deutlich geworden, dass das Thema Schuld ein Thema ist, das ganz wesentlich zum Menschsein dazugehört. Es ist jedenfalls kein Thema, das die Kirche nur erfunden hat. Aber Christen wissen sehr wohl, was für Auswirkungen Schuld auf das Leben eines Menschen haben kann. Schon in einem Psalm finden wir die Einsicht, als ich es wollte verschweigen,
verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Zweitens, Vergebung, Gottes Geschenk. Wie komme ich los von Schuld? Ich meine jetzt nicht übersteigerte Schuldgefühle. Auch das gibt es. Menschen machen sich Gedanken und Vorwürfe für Dinge, die gar keine wirkliche Schuld sind. Das Gewissen meldet sich, obwohl gar nichts vorliegt. Das ist wie eine Kontrolllampe im Auto, die aufleuchtet, obwohl gar kein Defekt da ist. Darum geht es hier nicht. Es geht um echte Schuld. Schuldig zu werden gehört zur Würde des Menschen dazu. Schuldig werden kann nur, wer für etwas verantwortlich ist. Verantwortung übernehmen gehört zum Erwachsensein dazu. Wie komme ich davon los? Schuld hat immer zwei Dimensionen. Einmal die zwischenmenschliche Dimension, so wie im Film vom Mauerschützen. Aber Schuld hat immer auch eine weitere Dimension. Schuld ist immer auch Schuld vor Gott, Sünde. Ich trete damit aus dem Raum zum Leben heraus, den Gott mir gegeben hat. Ich überschreite Grenzen und trenne mich selbst von Gott. Ich schade damit nicht Gott, sondern mir selbst. Nicht Gott braucht Vergebung der Schuld, ich brauche sie. Und nun sagt uns die Bibel von vorne bis hinten, Gott ist ein Gott, der gerne Schuld vergibt. Wir sehen es an Jesus. Er geht gerade auf die zu, die schuldig geworden sind und an ihrer Schuld leiden. Da ist der Zolleintreiber Zachäus, der sich unrechtmäßig bereichert hat. Da ist eine Frau, die die Ehe gebrochen hat und auf frischer Tat ertappt worden ist. Das sind Menschen, die erfahren, wie Jesus sie nicht von sich wegstößt. Vorhin haben wir das Lied gehört. Du hast Erbarmen und zertrittst all unsere Schuld. Du hilfst mir auf in deiner Treue und Geduld. Du nimmst mir meine Last, nichts ist für dich zu schwer. Du wirfst all meine Sünden tief hinab ins Meer. Genau das will Gott. Er will mich von meiner Schuld befreien. Bei meiner Taufe hat Gott mir zugesagt, dir will ich ein gnädiger Gott sein. Um Jesu Christi willen will ich dir alle Schuld vergeben, nichts soll uns trennen. Und als ich Gott meine Antwort gegeben habe, viele unter uns haben das bereits gemacht, für andere steht dieser Schritt möglicherweise noch bevor, als ich Gott meine Antwort gegeben habe, da habe ich gesagt, Gott, ich will dir glauben, was du mir zusagst, das soll auch für mich gelten. Daher kann ich gewiss sein, so schwer meine Schuld auch sein mag, Gottes Vergebung ist größer, so schwer sie mich belasten mag, Gottes Freispruch gilt, dazu ist Jesus gekommen, dafür hat er sein Leben gelassen. Ich kann aus Gottes Vergebung leben. Sie trägt auch da, wo ich immer wieder neu schuldig werde. Da kann ich immer wieder neu, ja, jeden Tag neu zu Gott kommen und mit dem Vater unser bitten und vergib uns unsere Schuld. Jesus selbst hat uns aufgefordert, so zu Gott zu beten. Die Vergebung gilt. Trotzdem bleibt die menschliche Realität der Schuld. Ein Diebstahl bleibt ein Diebstahl, ein Mord bleibt ein Mord, eine Lüge bleibt eine Lüge und ein Ehebruch bleibt ein Ehebruch. Es kann durchaus sein, dass ich Konsequenzen in dieser Welt auf mich nehmen muss. Aber ich kann gewiss sein, an der entscheidenden Stelle werde ich freigesprochen. Und die entscheidende Stelle ist Gottes Gericht am Ende der Zeiten. Das Gericht, bei dem jeder Mensch ohne Ausnahme Rechenschaft über sein Leben vor Gott ablegen muss. Wenn Gott mir die Schuld vergeben hat, dann ist sie in der Tiefe des Meeres versenkt, dann wird sie auch im letzten Gericht nicht wieder hervorgeholt und ausgegraben. Das ist ein Bild, das mir persönlich sehr geholfen hat. Die Schuld ist im Meer versenkt und am Ufer steht ein Schild, Fischen verboten. Vergebung brauche ich so nötig wie das tägliche Brot. Kein Wunder, dass die Bitte des Vaterunsers deshalb gleich nach der Bitte um das tägliche Brot kommt. Ich bitte um Vergebung, ist auch keine Bitte mit ungewissem Ausgang. Wenn ich im Vaterunser Gott um Vergebung bitte,
Dann habe ich ihn kurz vorher mit Vater angesprochen. Der, den ich um Vergebung bitte, ist kein unberechenbarer Despot. Das ist mein Vater, dem ich vertrauen kann, weil er nur das Beste für mich will und mich mit allem versorgt, was ich brauche. Ich kann Gott um Vergebung bitten, weil ich gewiss sein kann. Er will mir vergeben. Das spricht er mir und dir in der Bibel zu, wie zum Beispiel im Neuen Testament im 1. Johannesbrief. Wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist sich Gott als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Gott gibt dir damit eine wunderbare Zusage. Er wartet darauf, dass du dir das von ihm zusprechen lässt. Damit es keine billige Vergebung wird, gibt es eine Rückkopplung, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Dazu später mehr. Viele von uns kennen die Erfahrung, dass nach der Bitte um Vergebung manchmal noch Zweifel da sind. Hat Gott mir wirklich vergeben? Geht das so einfach? Weil Gott mir die Gewissheit seiner Vergebung schenken will, hat er uns nicht nur die Bitte im Vaterunser gegeben, sondern auch Worte in der Bibel, die uns sagen, ja, genau so ist es, dir ist vergeben. Denn wann immer unser Gewissen uns anklagt, dürfen wir wissen, Gott in seiner Größe ist barmherziger als unser eigenes Herz. Das lesen wir im 1. Johannesbrief, Kapitel 3. Und wenn dann immer noch Zweifel an der Vergebung hochkommen, dann hat uns Gott noch etwas Besonderes geschenkt, die Beichte. Das ist nichts anderes als die Vergebungsbitte unter Hinzuziehung eines Zeugen. Da ist ein anderer dabei, jemand, der auch mit Gott unterwegs ist, ein Seelsorger, vielleicht ein Pastor, der mit mir die Schuld vor Gott bringt und mir im Auftrag Gottes die Vergebung zuspricht. Da kann ich gewiss sein. Ich bilde mir das nicht nur ein. Ein anderer war dabei und kann es bezeugen. Und das stärkt die Gewissheit. Drittens, anderen vergeben können. Eine Chance. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, so beten wir im Vater Unser. Ist es bei Gott wie bei vielen Bestellungen im Internet? Erst wenn das Geld angekommen ist, wird die Ware versandt. Ist es bei Gott so, erst wenn ich anderen vergeben habe, dann kann ich darauf hoffen, dass Gott auch mir vergibt. Dann hätten wir hier eine Bedingung. Ja, Gott vergibt dir, aber erst dann, wenn auch du deinen Teil dazu beigetragen hast, wenn auch du allen vergeben hast, die an dir schuldig geworden sind. Sprachlich kann das in der Tat so verstanden werden. Wörtlich heißt es sogar, und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Die Vergangenheitsform darf aber nicht missverstanden werden. Es geht nicht um eine Vorleistung oder Bedingung. Nein, die echte Bitte um Vergebung wird nur möglich, wo ich selbst bereit bin, auch das, was mir geschuldet ist, auch auf das zu verzichten und das zu vergeben, was mir angetan wurde. Es kann sein, dass ich so sehr mit der Schuld anderer an mir beschäftigt bin, dass ich keinen Blick mehr für meine eigene Schuld habe. Und darum geht es, ganz frei zu werden für Gott und seine Beziehung zu mir, für seine Vergebung. Nur Hände, die bereit sind, selbst loszulassen, können sich neu füllen lassen. Klar ist jedenfalls, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Gottes Vergebung und unserer Vergebung. Jesus erzählt davon in einem Gleichnis. Ein Mann ist hoch verschuldet und sein Schuldner befiehlt schon, seinen ganzen Besitz zu verkaufen. Selbst seine Frau und seine Kinder sollen in die Sklaverei kommen, um mit dem Erlös einen Teil der Schulden zu begleichen. Da bittet der Schuldige auf Knien und unter Tränen um einen Aufschub. Und das Unfassliche geschieht. Er bekommt nicht nur einen Aufschub, er wird freigelassen, die Schuld wird ihm erlassen. Anstatt nun aber zu feiern, kommt der eben Begnadigte auf dumme Gedanken. Er sieht einen seiner Kollegen, der ihm gerade einmal 100 Euro schuldet. Er geht auf ihn zu, nimmt ihn an der Gürtel und fordert das Geld zurück.
sofort und auf der Stelle. Der bittet auch um einen Aufschub, aber er bekommt keinen. Der ehemals Schuldige hat ganz offensichtlich etwas nicht kapiert. Und als das auffliegt, kommt es ihm teuer zu stehen. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ja, es gibt einen Zusammenhang zwischen Gottes Vergebung und meinem Umgang mit der Schuld anderer. Es geht darum, das weiterzugeben, was ich von Gott empfangen habe. Dem anderen vergeben als Chance, um die Schuld dem anderen nicht nachzutragen und darüber wütend oder bitter zu werden. Wo ich mit Gott lebe, wo ich aus seiner Vergebung lebe, da verändert er mich. Da werde ich frei, frei vom Hass auf andere. Da, wo ich jetzt schon Gottes Freispruch über meinem Leben höre und bei ihm meine Zuflucht suche, da kann aus Gottes großem Ja zu mir mein kleines Ja zu meinem Nächsten werden, zu dem, der an mir schuldig geworden ist. Wo Gott mich frei macht von meiner Schuld, da kann ich so frei sein, auch meinem Nächsten zu vergeben. Das ist fast so wie eine Bestätigung. Ja, Gottes Vergebung ist bei mir angekommen. Deshalb kann ich das anderen weitergeben. In manchen Fällen wird das im Gespräch mit Gott stattfinden. In manchen Fällen führt das zum Gespräch mit dem Betroffenen. Und was ist mit der Schuld der anderen? Der Gedanke, vor Gott schuldig zu werden, ist für viele heute in weite Ferne gerückt. Aber dass andere an mir schuldig werden, dass andere mir Unrecht zufügen, das kennen wir. Darunter leiden wir, darüber sind wir vielleicht auch empört. Was mache ich nun mit der Schuld, mit dem Furchtbaren, mit dem fast Unaussprechlichen, das mir jemand anders angetan hat? Kann Gott, können andere von mir verlangen, dass ich vergebe? Vergebung kann in schweren Fällen ein Prozess sein. Ein Prozess, der nicht von einem auf den anderen Tag erzwungen werden kann. Aber eine große Hilfe dabei ist, ich kann mit meinem Schmerz, mit dem Hass, mit der Bitterkeit, mit dem eigenen Unvermögen zu vergeben, zu Gott kommen. Am Anfang vielleicht klagend, voller Hass und Bitterkeit. Gottes Angebot ist, lass deine Last los, ich nehme sie dir ab, gib sie mir. Darum geht es, Lasten bei Gott abzugeben, damit ich davon frei werde. Welche Erleichterung kann das sein, die Schuld endlich loslassen zu können? Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Sieh das einmal unter dieser Perspektive. Das ist nicht zuerst eine Forderung, eine Bedingung, sondern eine Hilfe. Eine Hilfe für dich. Du sollst frei von der Last der Schuld werden, die andere dir angetan haben. Es geht um einen bewussten Akt. Gott, ich übergebe das jetzt dir. Du kannst mit dieser Schuld, mit der ich nicht fertig werde, schon fertig werden. Das heißt dann auch, Herr, rechne ihnen diese Schuld nicht zu. Das ist eine Bitte, die Stephanus bei seiner Steinigung zu Gott gesagt hat. Das war die Bitte von Jesus am Kreuz. Es kann ein intensiver und langer Weg sein. Es kann sein, dass meine Gefühle noch einige Zeit brauchen, weil die Wunde noch offen ist und schmerzt. Das heißt auch nicht, dass ich erlittenes Unrecht verharmlose, aber es ist eine bewusste Entscheidung. Ich will diese Last, die mir nur Mühe macht, die mich nur belastet, ich will sie bei Jesus abgeben. Und dahinter will ich nie mehr zurück. Und was ist dann mit dem Vergessen? Oft wird gesagt, wenn du vergibst, dann musst du auch vergessen. So nach dem Motto, nur wenn du vergisst, hast du auch richtig vergeben. Mit dieser Forderung wird vielleicht eine schlimme Tat heruntergespielt. Vergeben kann nicht mit Vergessen gleichgesetzt werden. Es gibt aber auch ein heilsames Vergessen, nicht als Zwang, sondern als Geschenk Gottes, wenn du dich an den zugefügten Schmerz nicht ständig erinnern musst, sozusagen eine Heilung der Erinnerungen. Vergebung kann auch ein Weg sein, der sich über einen längeren Zeitraum hinziehen kann.
Manchmal ist dafür auch professionelle Hilfe nötig. Vielleicht brauchst du auch die Hilfe eines Seelsorgers. Beim Thema Schuld handelt es sich oft um ein unentwirrbares Knäuel von eigener und fremder Schuld. Gerade bei schwierigen Beziehungen haben oft beide einen Anteil. Und meistens klingt das dann so: Ja, ich habe Fehler gemacht, aber die Hauptschuld, die liegt doch beim anderen. Die anderen haben mich verletzt und mir Unrecht getan. Der Blick auf Jesus lässt mich nicht nur die Schuld des anderen sehen, sondern öffnet mir auch den Blick für meine eigene Schuld. Es ist schwer, eigene Schuld einzugestehen. Aber auch hier ist das Ziel, davon frei zu werden. Frei nicht nur von der erlittenen Schuld, sondern auch von der Schuld, die ich anderen zugefügt habe. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Vergebung umschließt eigene und fremde Schuld. Schuld, die ich anderen zugefügt habe und Schuld, die andere mir zugefügt haben. Stelle das alles unter die Vergebung Gottes, damit du frei wirst. Hans-Joachim Eckstein schreibt: Der Sinn der Vergebung liegt darin, dass wir Gott gegenüber dankbarer, anderen gegenüber barmherziger und uns selbst gegenüber wahrhaftiger werden. Amen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, du siehst die Schuld, unter der wir leiden. Schuld, die uns belastet. Wir wollen sie vor dich bringen. Wir bitten dich, nimm das weg, wo wir an dir schuldig geworden sind. Nimm aber auch das weg, wo wir an anderen schuldig geworden sind. Und hilf uns, dass auch wir denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Hilf uns, diese Lasten loszulassen, bei dir abzulegen. Mach uns frei davon. Und lass dann auch Beziehungen wieder heil werden. Danke, Herr, dass du uns von Lasten jeder Art befreien willst. Dafür danken wir dir und preisen dich. Amen.